während der OP war es extrem speziell, weil man sieht eigentlich, was vor dem Auge abläuft. Also man sieht auch die Instrumente zum Beispiel. Man hat das Licht vom Mikroskop, das extrem hell ist. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, dass man das Instrument sieht. Man spürt auch nichts. Und im Großen und Ganzen, ja, es ist so schnell vorbei, dass es eigentlich wie ein Film abläuft und dann ist schon wieder fertig. Ich fühle mich eigentlich extrem ruhig. Es ist so schnell und aufwandlos gelaufen, habe ich das Gefühl. Eben die Stimmung im OP war total angenehm. Es ist alles so ruhig und kontrolliert. Und ich bin extrem gespannt, wie es dann ist, wenn der Verband wegkommt. Es ist ja dann nicht vom 0 auf 100, dass man alles sieht, weil dann die ganzen Tropfen und die Pupillenerweiterung und alles sind ja immer noch am Laufen, aber dann noch heute nach ein paar Stunden wird das alles abgelungen sein. Und auf den Moment freue ich mich extrem. Heute jetzt nach der OP gehe ich heim, werde ausruhen. Ich habe ja auch Beruhigungsmittel bekommen, das muss auch noch aus dem System raus. Und muss einfach ein bisschen ruhig bleiben, nicht zu aufgeregt sein. Und einfach warten, bis die ganzen Medikamente abklingen. Genau.